wir sehen, sind eigentlich auch Menschen, die ebenfalls in diesen Träumen sind. Also man versammelt sich quasi in diesen Träumen. Kerker der Verzweiflung, erste Etage. Man versammelt sich quasi in diesen Träumen, aber keiner der Menschen sieht die anderen Menschen im Traum als Mensch, sondern alle nur als Schaf. Wodurch dann die Verbindung irgendwie fehlt und man sich auch gegenseitig einfach mal umbringt, weil man ja nicht denkt, dass es ein richtiger Mensch ist. I was at the bar and this girl came in and then I can't remember what's going on. Lou will noch was zu trinken kaufen gehen, wenn wir heute Abend Film gucken. Ja, wenn du willst. Okay, ja, Chat lesen, während man hier in der Scheiße hängt, ist vielleicht nicht die beste Idee. Bist du der Neue von gestern Nacht? Jawohl, der bin ich. Diese Stimme. Bist du der Typ von gestern? Pass auf die rissigen Blöcke auf. Wenn du sie betrittst, zerbrechen sie. Überraschend. Gibt mehrere Arten von Blöcken. Ja, natürlich. So, rissige Blöcke haben wir aber Gott sei Dank noch nicht hier. Da ist einer. Warte mal. So, und jetzt sitzen wir in der Scheiße. Du kannst dich von Blöcken hängen lassen. Jawohl. Jawohl, ich möchte ja. So. Schwupps. Und hier können wir uns jetzt auch hochziehen. Geld sammeln und Gedöns. So. Ja, Kamera drehen. Geht so. Und im Prinzip ist es eigentlich relativ easy. Moment. Was geht denn hier ab? Achso, die Glocke läutet. So. Ja. So, uppala. Wir können Block reinschieben. Was wir hier getan haben. Schwupps. Und da ist ein Kontrollpunkt, bei dem wir wieder starten können, falls wir draufgehen. So, einmal hier rüber hechten und dann schnell hoch. Hoch. Ja. Ne. So, jetzt haben wir's. Okay, und damit haben wir den Level erledigt. Du bist entkommen. Den ersten Teil haben wir also überstanden. Wofür braucht man Geld? Das werden wir jetzt gleich sehen. Es gibt nämlich diese Zwischenlevel, in denen man sich mit den anderen Schafen, also Menschen, unterhalten kann, bis man ins nächste Gebiet gehen möchte. Und da gibt's teilweise, ich glaube, Tricks zum Kaufen und solche Sachen. Also Moves und sowas. So, werden wir jetzt aber gleich, glaube ich, sehen. Where the hell is this place? Wish I knew. One thing's for certain, though. If we don't run, we're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. But take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've gotta believe. Keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look, from here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You hurry too. Hey! You can't be serious. On the landings, you can save your progress. So, ja, genau. Hier kann man abspeichern, mit Leuten reden und so weiter und so fort. Aber man sieht schon, die sind nicht so wirklich hilfreich. Die haben alle einen leichten Dachschaden. Wenn man da oben in den Beichtstuhl reingeht, wird wohl auch irgendeine Bewandtnis haben, warum das ein Beichtstuhl ist. Dann kommt man in den nächsten Level.
Aber wir reden jetzt erstmal mit ein paar Viechern. Dem zum Beispiel, der ist einfach nur ein bisschen paranoid. Und sagt, wir sollen klettern. Das wussten wir jetzt aber selbst auch schon. Okay, der ist so fertig, der will einfach nur noch verrecken. Was haben wir hier? Der will hier einfach nur raus. Okay. So, Freedom. Nach oben. Mhm. Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Hier kann man, glaube ich, speichern, ne? Ja, genau. Dann speichern wir doch hier mal Nummer 1. Sechste Nacht. Uhrenturm 1. Ach, das ist mein alter Spielstand. Habe ich auch auf leicht gespielt. Interessant. Gut, ich speichere einfach mal auf 2. Habe ich 5 Stunden gespielt. Krass. So. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Keiner traut hier niemanden. So, und der ist... Der will unbedingt leben. So, ich glaube, hier hinten waren die, die einem was beibringen. Beruhige dich. So, und das bringt uns doch gut. Ja, ja. Ja, das passiert eben. Das wird uns auch noch passieren, dass man nämlich... auf diese Schafe im Level selbst auch trifft. Und die kennen da keine Gnade, weil die einfach nur raus wollen. Und uns ja auch als Schaf sehen, also keinen Sinn sehen, uns zu beschützen oder irgendwie auf uns aufzupassen, sondern die kicken uns runter. Dementsprechend müssen wir das auch. Also, naja. So, genau, Klettertechniken gibt's bei euch. Ich glaube bei dem Roten, ne? Technik erklären, die ich entwickelt habe. Ja, bitte. Halt an den Speck. Präge dir meine Technik gut ein. Ja, eine Pyramide bauen. Okay. Ah, okay. Sieht interessant aus. Okay. Merken wir uns. Ist neu für mich. Okay, so. Ja, nicht so viel. Alles klar, wir haben den Schieber erlernt, beziehungsweise wir können die Sachen, das ist halt nur ein Hinweis, was man machen könnte. Und da wir jetzt alles mit allen geredet haben, machen wir uns jetzt einfach mal auf in den nächsten Level und ich lese mal ein paar Kommentare. Lustigerweise folgen meiner Träume einer ähnlichen Logik wie der Traum da. Klettern mit Schafen unterhalten, klettern. Schafen. Question 1. Is marriage the point where life begins or ends? Pull the rope with the answer that best matches your true feelings. Ist eine Hochzeit der Beginn oder das Ende des Lebens? Ja, der Beginn. Ende des Lebens ist doch Bullshit. So, okay. Erste Frage. Gut beantwortet ist jetzt auch nicht wirklich schwer, oder? Rauszufinden, was hier von gut oder schlecht war. So, ja, ja. Wir müssen überleben, um die Wahrheit herauszufinden. Jetzt geht's erstmal nach oben. Der hat nicht mal Brusthaare. Mit seinen Hörnern sieht er selbst aus wie ein Schaf. Na, das ist er doch auch. Für andere ist er ein Schaf. So, jetzt können wir hier übrigens sehen, wie die anderen Leute so abgestimmt haben. 3/4 haben gesagt, es ist der Beginn. Okay. Also das ist, hat man ja gesehen, ist online halt von anderen Spielern. So. Es geht ab in den nächsten Level. Und neben mir liegt gerade ein lecker Fleischkäsebrot. Ich habe Hunger, ich will da reinbeißen. Ich muss warten bis zum nächsten Anime-Zwischending, dass ich das Mikro ausmachen kann. So, go, go! Und da hinten sehen wir auch im Hintergrund schon ein Schaf, das mitklettert. Verstehst du, wie das Ganze zusammenhängt? Oh, da fällt der Erste in den Tod! Ja, genau das
Objekte aufnehmen, indem du sie berührst. Das haben wir ja schon. Vergiss nicht, du kannst nur ein Objekt mit dir mitführen. Drücke die X-Taste, um es einzusetzen. Ja, bei Items, genau. Bla 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 bla. So, man hat ja schon gehört jetzt, die anderen müssen halt einfach raus. So, wir haben jetzt einen, deswegen helfen die uns nicht. Wir haben jetzt einen Block bekommen, den wir machen können. Hey, diese Münzen, für was sind die Münzen? Okay. Ah, genau, man kann diese Items kaufen für Münzen. So war's. Und je schneller man klettert, desto mehr Münzen bekommt man. Das war abzusehen. So, und jetzt können wir uns hier mal schnell ein Podest basteln. Jetzt geh da halt weg, du blödes Schaf. Mann. So, hopp, hopp, hopp. Schnell rauf. Ja, ja, wenn ein fallender Block uns trifft, sind wir tot. Ist schon klar. Ist klar. So, okay. Hep, hep, hep. Da wäre ein Kissen. Wollen wir das Kissen? Ich glaub nicht. So. Ein bisschen Geld ansammeln. Ach ja. Ja, 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 ja. Die wollen auch klettern und die sind gnadenlos. Ja, das, ich weiß doch. Ich hab das doch alles schon gesagt. Tutorials in Spielen, ne? Schnarch. So, das holen wir noch raus. Zip, 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 zip. Und da ist unser erster Checkpoint. Das ist doch schon mal was Feines. Exzellenz. Ach, was hat er denn jetzt schon wieder? Ja, ja. Auch das mit der Minimap habe ich schon erklärt. So, das Geld sammeln wir erstmal ein. So, jetzt einmal hier rum. Super. Damit haben wir uns die Treppe fertig gebaut. Hopp, hopp, hopp. Und Level erledigt. Das war geil. So, Get It Memorized ist auch da. Guten Abend. Wo seid ihr noch? Wo seid ihr im Spiel? Zweite Nacht, genau. Die Glocke kommt aus dem Spiel, nicht aus unserer Stadt. Lou sagt, dass er Gewitter haben will. Uiuiui. You're safe too. Barely. Still. How many people died trying to come here? People? I don't. Listen. Here, you see everybody else as sheep. But all these sheep, they're really human. There's got to be some reason why we were all brought here. What reason could there be? Why do we have to suffer like this? Who knows? But I do have an idea. An idea? But stop the speculation. It's just going to confuse us more. You should think of what to do next. I'm hearing rumors of something big coming soon. You be careful now. Something big? Still, you're really getting the hang of things. There's nothing more I can teach you. That can't be true. Come on, you gotta have something you can tell me. If we're lucky, we'll meet again. Hey, wait! While on landings, you can learn techniques to help you climb higher. Crawling around blindly won't help you escape. There is valuable information. Same as me? Why were we chosen? How can I survive? I know anything I listen. I want to live. Yeah, yeah, that's right. It's fuzzy and fluffy at the same time, and it's coming right out. Snap out of it. There's nothing like that anywhere. The monster talks. Oh!
Huh?